EA Games. Challenge everything. Ja, und damit herzlich willkommen zum dritten Teil von Harry Potter, nämlich Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, endlich geht's weiter mit Harry Potter. Und wenn ihr schon den zweiten Teil gesehen habt oder auch den ersten, dann wisst ihr, dass ich diesen Teil blind spielen werde. Und wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, ich habe ein paar Sachen verändert quasi im Gegensatz zu Tale of a Hero zum Beispiel oder alle vorherigen Projekte. Da ich im Moment nur ein Projekt mache, habe ich mir gedacht, da kannst du doch gleich mehr Qualität bringen. So nach dem Motto, mehr Qualität statt Quantität oder sowas. Ja, aber ohne weiter zu labern, können wir ja einfach mal direkt durchstarten. Ich habe natürlich schon mal reingeguckt wegen Einstellungen und so weiter. Das soll uns aber nicht stören, sondern wir steigen direkt ein mit einem neuen Spiel. Bewege dich mit den Pfeiltasten. Erfahrene Spieler verwenden die Tasten A wie S und D. Steht, dass Sirius Black aus dem Zauberergefängnis Azkaban ausgebrochen ist. Da ist noch nie jemand ausgebrochen. Vor 12 Jahren tötete Black 13 Menschen mit einem einzigen Fluch. In Hogwarts sind wir bestimmt sicher. Was ist los, Harry? Ron, ich habe gestern gehört, wie dein Vater über Sirius Black redete. Das Zaubereiministerium glaubt, er sei hinter mir her. Black ist geflohen, um dich zu suchen? Oh, Harry, du musst wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Such bloß keinen Ärger. Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Aber sie werden ihn doch fassen, nicht wahr? Ich meine, die Muggel suchen ihn doch auch alle. Fetzel, komm zurück! Kannst du auf dieses Monster nicht besser aufpassen? Beruhige dich, Ron. Du willst doch Professor Lupin nicht aufwecken. Keine Sorge, Ron. Wir helfen dir bei der Suche nach Krätze. Okay, und da sind wir jetzt schon mittendrin und ich merke gerade, dass ich vielleicht die Einstellungen für die Maus hätte ändern sollen. Kann ich das hier... Oh mein Gott, Mausgeschwindigkeit im Spiel. Machen wir mal so hoch. Uiuiui. Okay, ist vielleicht schon ein bisschen hoch. Und ja, da hier alles höchste Einstellung. Ist ja auch 2004, da geht das noch. So, hier Einstellung, ja, das passt doch. Na super, Krätze könnte überall hin verschwunden sein. Ja, wenigstens ist sie noch im Zug. Ja, und wie man sieht, die Grafik hat sich ordentlich verbessert, würde ich mal sagen. Auch wenn Ron hier ein bisschen komisch aussieht. Selbst jetzt schaut er noch dumm aus der Wäsche, würde ich mal sagen. Eine Katze ist ja gemeingefährlich, Hermine. Oh, ja, und du bist eine ganz schöne Labertasche. Ja, können wir sogar rausgucken, der Zug fährt. Diese Tür ist verschlossen. Okay, da haben wir unser Abteil abgeschlossen. Verschlossen. Hier können wir auch nicht lang. Können wir hier rein? Ah, Tatsache. Du solltest Ron bei der Suche nach seiner Ratte helfen, Harry. Okay. Hi, Harry. Ich glaube, ich habe eben Rons Ratte den Flur runterlaufen sehen. Ja, die Krätze scheint ja ganz schön. Oder der Krätze? Gott, ich weiß gar nicht, was für ein... Naja, ist eine Ratte. Hey, Goyle, schau mal her. Draco sucht nach dir, Potter. Ich glaube, der hat eine kleine Überraschung für dich. Na, klasse. Ja, auf jeden Fall ist es eine Ratte. Viel Glück bei der Suche nach Krätze. Ja, warum wissen das alle, dass Krätze... Moment versteht einfach nicht, dass er Krätze nicht jagen darf. Ja, es ist eine Katze. Die hat ihren Jagdinstinkt, das ist ja wohl klar. Hallo, Harry. Oh, ich komme hier gar nicht mehr zum Reden. Ja, hallo. Kannst du bitte weitergehen? Dankeschön. So, wo war ich gerade? Keine Ahnung, bei Kratze und bei Krätze und Geschlechtern oder sowas. Ja, ich habe keine Ahnung, welches Geschlecht Krätze ist. Aber irgendwie weiß jeder davon, dass sie wohl Ron gehört und abgehauen ist. Was sagen die denn hier noch? Du solltest Ron bei der Suche nach seiner Ratte helfen, Harry. Ah ja, du hast dieselbe Stimme wie die andere da hinten. Du solltest Ron bei der Suche nach seiner Ratte helfen, Harry. Seid ihr Zwillinge?
Würde mich ja nicht wundern bei der Stimme. Na du, Slytherin, hä? Ach, du redest nicht mit mir. Gut, ich will nämlich gar nicht mit dir reden. Hi, Harry. Ich glaube, ich habe eben Ron's Ratte den Flur runterlaufen sehen. Ja, ja, und was mit dir? Hat der ein Schnurrbart? Was zum... Der sieht aus, als hätte er ein Schnurrbart. Harry, solltest du dich nicht irgendwo verstecken? Sirius Black ist doch entkommen. Er ist wieder auf freiem Fuß. Ja, lass mich raus. Sie kriegen Sirius Black, Harry. Keine Sorge. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Er sah eben gerade aus, als hätte er ein Schnurrbart. So, wir müssen jetzt endlich mal weiter und wie ich gerade feststelle, ist die... Das Gestöhne von Harry beim Springen noch geiler geworden. Man höre hin. Ja. Dort läuft er. Türen öffnest du mit dem Alohomora-Zauber, Harry. Drücke zum Aktivieren deines Zauberstabs die linke Maustaste. Halte sie gedrückt, während du die Maus bewegst, um mit dem Zauberstab zu zielen. Okay. So geht's. Lass die Maustaste los und wirke den Zauber. Okay, Ron. Alohomora! Ja, also das Stöhnen ist genauso lächerlich wie in den Teilen davor. Ist ja super. Der steht ja auch sehr günstig auf dieser Kiste drauf. Wir können über das Gepäck klettern, Harry. Wir müssen nur drauf zugehen und können dann anfangen zu klettern. Ja, okay, aber hier ist doch noch so ein Koffer, oder? Kann man den öffnen? Der wirkt so magisch. Um über kleine Kisten und Dinge zu klettern, musst du nur auf sie zugehen, Harry. Ich kann nichts damit machen. Ja, der glitzert doch. Ein glitzernder Koffer und wir können nichts damit machen, oder wie? Über kleine Kisten und Dinge zu klettern, musst du nur auf sie zugehen, Harry. Ist doch gut. Ich mach's ja schon. Wir müssen hochspringen, um über diese Kisten zu klettern. Also. Dann los. Du gehst voran. Geh auf die Kisten zu und drücke die rechte Maustaste, um zu springen. Also ich hätte die einfach zerstört. Das ist auch eine magische Kiste. Lass uns diese Bertie-Bob-Spuren mitnehmen. Fred und George geben uns dafür ein paar fiese Sachen in ihrem Laden. Okay. 5 Bohnen haben wir jetzt. Alles klar. So. Wir müssen das Ding hier wohl aus dem Weg schieben. Oder einer von uns könnte die Pulso zaubern. Die Pulso? Sind wir jetzt... Okay, das ist cool. Jetzt sind wir Hermine, können wir etwa... Ich erinnere mich an den Pulso. Linke Maustaste gedrückt halten. Bewege die Maus, um zu zielen. Lass die Taste dann los, um den Zauber zu wirken. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wie toll ich es finde, dass wir wohl alle 3 Charaktere hier steuern können. Okay, da ist häufig wo was ist jetzt deine Ratte? Öffne sie mit Alohomora, Hermine. Alohomora! Okay, springen die überhaupt noch Bohnen raus? Mal gucken. Naja, Tatsache. Aber die kann man jetzt auch wieder besser einsammeln. Okay, ich muss sagen, mein erster Eindruck ist, dass es doch ziemlich toll ist, ja. Muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall von der Grafik her auf jeden Fall schon mal besser. Und so gefällt es mir bisher auch ganz gut. Mal sehen, ob es dann noch besser als der zweite Teil wird. Lauter Käfige hier an der Decke. Ich frage mich, was da reingehört. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir hier noch so alles erleben. Okay. Gott sei Dank. Wenn wir durch dieses Speicherbuch gehen, werden unsere Abenteuer bis hierher gespeichert. Ja, sowas bräuchte man im richtigen Leben auch. Mann, Mann, Mann. So, weiter geht's. Und da ist Kretze doch auch. Na klasse. Kretze ist hinter diese Wand gelaufen. Also Ron, du solltest deine Ratte wirklich mal trainieren. Wow. Ein magisch verschlossener Schrank. Wir müssen alle 3 gleichzeitig zaubern, um ihn zu öffnen. Ich fang an. Ihr kommt dazu. Schön. Ach so, jetzt sind wir Ron, okay. Oh, das ist ja cool. Hallo. Was denn das? Ein Wasserspeier, was sonst? Verwende Lumos auf ihn, Ron, und ein geheimer Bereich erscheint. Genau, Ron, du hast halt keine Ahnung von diesen Wasserspeiern. Was soll denn das sonst sein? Verwende Lumos auf ihn, Ron, und ein geheimer Bereich...
Was soll denn das sonst sein, Ron, hier, wenn nicht ein Wasserspeier mitten in der Gegend? Einfach mal so. Erscheint. Das ist klasse. Also das finde ich ja, dass alle drei zaubern müssen und so, das finde ich ja auch wieder ziemlich cool. Liegende Bücher. Wisst ihr alle noch, wie man Depulso wirkt? Depulso! Depulso! Okay. Depulso! Oh. Oh ja, das war richtig klasse. Ja, wir haben gegen Bücher gekämpft. Hier sind laut. Achso, es ist wahrscheinlich gar nichts Besonderes, diese Hüpfenden. Aber lustig, dass das Rictusempra-Symbol aus dem zweiten Teil zu Depulso wurde. Hat wohl Flipendo abgelöst und der Schokofrosch da ist auch ziemlich riesig. Ist ja interessant. Naja, schauen wir erstmal. Wir holen uns ein paar Birdiebots Bogen. Jawohl. Cool! Ein Schokofrosch! Geben uns nach der Begegnung mit diesen Büchern etwas Kraft zurück. Und die springen auch nicht mehr weg. Na gut, haben sie im zweiten Teil ja auch nicht mehr. Dieser Waggon ist mir unheimlich. Was ist in diesen Käfigen drin? Wir sollten ganz bestimmt nicht hier sein. Wir können Kretze nicht zurücklassen, oder? Los, kommt schon. Ich glaube, hier sind ein paar Viecher drin, die für den Verteidigung gegen die dunkle Künsteunterricht vielleicht gedacht sind. Hä? Ist auch lustig. Lauter Spinnen und ein paar Schlangen da oben. Was haben wir da? Okay. Vielleicht ein paar Zutaten für Zaubertränke oder sowas. Oh, Kretze macht nichts Falsches. Na, wen haben wir denn da? Potty und das Biese. Oh Gott, wie der aussieht. Wir wissen, dass dieses traurige Exemplar von Ratte etwas mit dir zu tun hat. Draco Malfoy, hat man dich also in den Tierwaggon gesperrt, ja? Wohl der einzige Ort, an dem er Freunde findet. Ich würde euch tatsächlich gerne einen ziemlich interessanten Freund vorstellen. Benehmt euch jetzt, bitte. Oh nein, was ist das bloß für ein monströses Buch? Also ich glaube, das ist eine Ausgabe des Monsterbuchs der Monster. Mal auf die Seiten! Wir holen sie aus der Luft, Harry. Du gibst ihnen den Rictusempra! Was hat das denn für ein Symbol? Ist ja interessant. Ja, ich werde sie einfach mit Zaubern bombardieren. Oh yeah. Darf ich jetzt schreien? Ron, du musst wirklich an der Genauigkeit deiner Zaubersprüche arbeiten. Eine Bildkarte. Die sammle ich total gern. Wenn wir Hogwarts genau durchsuchen, finden wir garantiert alle 80 Sammelkarten. Okay, dann bin ich... Wir können in das Folio Universitas schauen, nachdem wir eine Sammelkarte aufgehoben haben. Drück die Escape-Taste und klick auf das Bild der Karte oben im Bildschirm. Was ist die Escape-Taste? Wo bin ich etwa in einem Computerspiel? Oh Gott. Ja, schauen wir mal. Karte des Rumtreibers. Ja, die haben wir zwar noch gar nicht. Aktueller Levelstatus. Okay. Porträt-Passwort-Menü. Passwörter kannst du im Laden von Fred und George kaufen. Was zum Teufel? Minigames. Flug auf Seidenschnabel, Wichtel und das... Ja. Ich glaube, dazu kommen wir später noch. Kesselkuchen, Kürbispass. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Wie viele Aufgabenschilde du schon gesammelt hast. Oh Mann. Bildkarten berühmter Zauberer. Fulbert the Fearful. Fulbert the Fearful. 1014 bis 1097. Er war so ängstlich, dass er nie sein Haus verließ. Kam ums Leben, als sein Dach wegen eines fehlgeleiteten Zaubers einstürzte wahrscheinlich. Ich glaube, danach kam gar nichts mehr. Den haben wir auch schon im Teil 2 oder sowas getroffen. Ich spul's trotzdem nochmal. Fulbert the Fearful, 1014 bis 1097. Er war so ängstlich, dass er nie sein Haus verließ. Ach so. Kam ums Leben, als sein Dach wegen eines fehlgeleiteten Zaubers einstürzte. Okay, dann war das doch alles. Okay, hier können wir Optionen. Ach so. Okay, da haben wir auf jeden Fall das Folio und wenn ich hier das schon sehe, was da alles sonst noch gibt.
Oh, klingt doch alles schon mal ziemlich geil, würde ich mal sagen. Also ich freue mich richtig drauf. Krätze! Du hast uns ganz schön Ärger gemacht, du nutzlose Ratte. Los, lasst uns in unser Abteil zurückgehen, bevor uns jemand vermisst. Oh, oh, was ist denn da jetzt los? Was ist los? Ach du Scheiße. Harry? Die Pulso! Schön. Blockier mit allen Mitteln die Tür. Ich hole Hilfe. Die Tür blockieren? Was ist da draußen? Spiel wird gespeichert. Impulso! Aha. Und jetzt? Kann ich noch... Ach so. Impulso! Ah ja, wir müssen jetzt lauter Gegenstände auf die Tür schmeißen. Ist ja interessant. Na? Gehst du auch nochmal auf? Ah ja. Impulso! So. Ja, was war da wohl draußen? Ich würde sagen, das ist ein Dementor. Die Aufnahme zerschossen wegen meines Antivirenprogrammes, aber wir starten direkt wieder rein. Ja, gerade hat Ron bemerkt, dass ein komischer Nebel auf Harry zukommt und ja, ihn quasi krank macht. Ja, dieser Nebel, den wir hier sehen, und Harry hat etwas Leben verloren. Keiner von uns hier versteckt Sirius Black unter seinem Umhang. Geht! Harry, alles in Ordnung? Ja, was ist passiert? Was war das für ein Wesen? Ein Dementor. Einer der Dementoren von Azkaban. Wir sollten zurückgehen. Wir sind gleich in Hogwarts. Geht es dir wirklich gut, Harry? Gut, mir geht's gut. Tja, wollen wir es hoffen. In Hogwarts Schloss. Im Hogwarts Schloss und in Ländereien sind Dutzende Geheimnisse versteckt. Harry, Ron und Hermine waren froh, wieder in Hogwarts zu sein. Harrys Begegnung mit dem Dementor hatte keinen schweren Schaden hinterlassen, außer einem wachsenden Gefühl der Angst. Die drei Freunde eilten zur ersten Unterrichtsstunde, denn sie wollten ihren Unterricht endlich fortsetzen. Ich bin Professor Lupin, euer neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Unsere erste Stunde behandelt den Carpe Retractum-Zauber. Ron Weasley, kommst du bitte nach vorn? Ich? Sind Sie sicher? Hermine ist bei Zaubern viel besser. Du schaffst das schon, Ron. Geh einfach durch diese Tür und fang an. Okay. Ist ja interessant. Erfahrene Spieler bewegen sich mit bla bla bla. Und ja, das wissen wir alles schon, da erklärt sich nur noch mal die Steuerung. Schön. Hallo, Professor Lupin? Willkommen zur Carpe Retractum-Aufgabe, Ron. In dieser Aufgabe sind 10 Aufgabenschilde verteilt. Einige sind gut versteckt. Finde alle 10 Schilde, um in den Bohnen-Bonusraum zu gelangen. Findest du beim ersten Versuch nicht alle Schilde, kannst du immer wiederkommen. Oh, das ist ja nett. Die Aufgabe, indem du den letzten Schild aufsammelst. Fangen wir also an. Carpe Retractum erfüllt 2 Hauptzwecke. Dich an etwas heranzuziehen oder etwas zu dir hinzuziehen. Such dir eine Statue, auf die du den Zauber richten kannst. Schau, was passiert. Ja gut, dann würde ich aber erstmal sagen, wir machen hier Schluss für diesen ersten Part. Wir sehen uns dann in Part 2. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.